Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bus Simulator 18. Heute fahren wir nochmal die Ringlinie hier Dings Rundkurs um die Bushaltestellen. War doch Rundkurs oder was? Loopmodus? Nein, Loopmodus, was anderes. Um die ganzen Haltestellen halt auf ein neues Level zu bringen. Wir nehmen, ja, es war eine Rundfahrt. Wir nehmen dementsprechend, da wir es vermutlich noch das letzte Mal machen können, wieder den Urban Way 18 Meter, den Iveco Urban Way 18 Meter, beginnt die Fahrt wieder wie gehabt. Und höchstwahrscheinlich irgendwas das letzte Mal, denn vermutlich werden wir bald so weit in der Stadt fahren, nicht nur aus, sondern halt wirklich komplett in der Innenstadt, dass wir halt mit dem Urban Way 12 Meter fahren müssten, was wir dann Erstklasse und so weiter. Wir fahren einfach die Stadt. Und es regnet und es scheint dunkel zu sein. Wunderbar. Interagieren? Kann ich mit interagieren? Warum steht denn da interagieren? Das ist doch belastend. So, dann gehen wir rein. Öffnen wir die hier. Dann jetzt müssen wir mal kurz gucken, war das auf 12 Warnblinker. Jetzt haben wir das hier an, da möchten wir das aus haben. Das passt. Jetzt haben wir aus Versehen das alles wieder ausgemacht. Ich wollte eigentlich Türen schließen, den der Scheibenwischer war hier auf B, Scheibenwischer anmachen, das Licht anstellen und mit Tempomat und Parkbremse lösen, dann zur vielleicht nochmal den Gang einstellen und dann wollen wir zur Rathausgasse fahren und zum ersten Halt an diesem bewölkt regnerischen Mittag oder Tag, besser gesagt. Warte gerade aus. Wenn wir euch halten können, dann sollte ich noch mal kurz. Ich habe noch mal kurz OBS leicht heller gestellt, größer gemacht, so gesehen auf dem Monitor, was ich halt dort auch fahren könnte. Ist immer wieder super, dass man hier nicht durchkommt. Und ich gebe die ganze Zeit Gas und es passiert nichts. Ach, ich habe auch die Parkbremse drin, ich Idiot. Ah, dann fahren wir mal zur ersten Haltestelle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kein Auto. Aber von dort jetzt. Muss man ja wieder richtig flüssig aufpassen. Ich freue mich schon auf den. Oh, das ist aber ein schön. Oh Gott. Das ist super. Ich fahre mit dem Gelenkbus und schaut euch mal an, wie wir hier den Kreis ziehen sollen laut Navi. Kommt man hier links sehen. Ich glaube, wir müssen uns einen alternativen Weg nehmen. Sprich wahrscheinlich eher, wir kommen ja vermutlich von der linken Seite und sollen dann, also wir kommen ja von nordwestlicher Richtung, Südosten und wir sollen ja links abbiegen. Da kann ich glaube ich nicht zeigen, ne? Nee. Also hier kommen wir ja her und dann sollen wir ja hier lang
Und ich vermute mal, wir müssten hier lang und dann hier, also hier unten drehen, auf die Hauptstraße so gesehen unten und dann, ja. Ich wollte das nochmal kurz zeigen, werdet ihr gleich sehen. Ich glaube, ich werde das so handhaben, so Handuhr handhaben müssen, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Eine Fahrkarte bitte. Ja, Moment. Ach, so viel verkehrt. Einzelstandard drucken. Eigentlich im Monat heller machen, aber ich habe es mal wieder geschafft, dass ich Danke. falschen Tasten gedruckt habe. Schon wieder, auch meine Güte. Gönn auf Flick Na klar, durch. hier, Bitte bitte. schön. Na klar. Dankeschön. Wir waren zwar nur drei. Hier. Aber wenn wir jetzt noch die Zeit dazu haben. Ich meine, nochmal kurz den Monitor heller. Ach, schon wieder fast die falsche Taste gedrückt zuerst. Kontrast. Zumindest für die Aufnahme, da kann ich es wieder runterstellen. Das wollte ich noch nicht nochmal. Wunderbar, dann können wir ja los zur Punikgasse. Regen wäre jetzt auch echt geil. Nicht so warm, Sie nicht so eine versperren die Hitze. Tür. Ja, Eine denn, Fahrkarte wo bitte. denn? Hier versperrt doch niemand die Tür. Was soll denn der Käse? Einzelstandard drucken. Danke. Schön. Den hatten wir schon. Hier, bitte. Dankeschön. Hier. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Ich will kein Foto von der Katze sehen. Und dann kommen wir ja auch schon wieder direkt weiter. Zur Pferdemühlengasse. Wenn die Karre mal aus dem Quark kommen würde. Verständlicherweise. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fastfood? Junkfood? Ich glaube, ich probiere mal Streetfood. Wir hätten wirklich blinken müssen. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Aber gut, sicher ist sicher. Jetzt sind wir ein bisschen spät dran. Eine Fahrkarte. Eine Tagesfahrkarte für Senioren kommt sofort. Danke. Schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochenfahrkarte, aber natürlich doch. Oh, fast 1 Euro so viel rauszugeben. Na komm, aus dem Quark. Dann kriegen wir die Ampel noch. Nächster Halt, Wilton Theater. Ab zum Wilton Theater. Erstmal will sogar jemand aussteigen. Absolut pünktlich. Danke. Das ist richtig, absolut pünktlich. Ich konnte hier immer nicht sein können. Ich merke schon, ich müsste. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Mehrere Tagesfahrkarten. Ich habe das Gefühl, wir senken den Bus halt nicht ab. Ich glaube, wir müssten den Bus eigenhändig Danke. Absenken. Ich guck mal gleich kurz in den Settings. Gut, da habe ich jetzt nichts gesehen, aber Fakt ist, wenn Rollstuhlfahrer einsteigen, bekommen wir ja Punkte fürs. Fürs Absenken des Busses.
Und da wir ja bisher trotz perfekter Fahrt und so weiter und teilweise auch Bonusblinken so gesehen nicht das Vergnügen hatten, eine komplett 5,0 Sternefahrt zu haben, war jetzt hier letztes Mal. Ja. Frage ich mich, wie wir das hinbekommen? Okay, will ich gar nicht einsteigen. Oh, doch. Perfekt. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Tag Senior drucken. Danke. Schön. Wir können einmal rein. Und jetzt müssen wir wieder Zeit gut machen. Hallo. Ach, ich hab ja doch. Ich vergaß die Parkbremse. Nächster Halt, Goliathgasse. In einer halben Minute haben wir noch Zeit. Gott, oh Gott. Ich brauche Hilfe beim Aussteigen. Aber es, ich finde es, also auf einer Seite, finde ich es. Tja, würde ich es. Gut, dass die nur im Rollstuhl gefühlt nur eine Haltestelle fahren. Auf der anderen Seite schade, Danke. Dass es halt immer und immer gefühlt nur eine Haltestelle ist. Kann natürlich sein, dass es auch öfter ist. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt rechts rum, dann fahren wir den übernächste dann auch wieder rechts. Okay, da kommen wir gar nicht raus. Okay, dann. Moment, wo ist meine Tasche? Dann müssen wir es probieren. Ah, dass wir jetzt dafür keine Punkte bekommen haben fürs Blinken. Manchmal ein bisschen komisch, dass man dafür keine Punkte bekommt. Fuck. Okay, die habe ich zu spät gesehen. Das ist belastend. Was jetzt haben wir. Hier sollen wir jetzt rein, ne? Da bin ich mal gespannt. Wir haben zum Glück Zeit hierfür. Es war nur noch in Anführungszeichen eine Minute. Aber gut. Wie gesagt, also es wird ja vom Spieler empfohlen, da die Innenstadt hier, die innere Innenstadt so gesehen. Nicht zu fahren mit Gelenkbussen. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt impliziert, dass es komplett unmöglich ist, aber von dem, was ich gesehen habe, ist es auf alle Fälle eine. Nun ja. Hab ich auf jeden Fall nicht gesehen. Das ist das Problem beim Regen, die sieht man so schlecht. Oder so spät.
In diesem Fall gar nicht. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Senior, trocken. Danke. Schön. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber natürlich doch. Danke. Sehr schön. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, warum sind das hier so viele? Ich will eigentlich nach dem zweiten jetzt vielleicht auch noch mal nach hinten gehen und gucken. Schön. Also gehen einfach nochmal sicherheitshalber durch. Na klar. Klar. Wo hab ich denn... Ah. Hingesetzt. Was? Na klar. Hier. Und dann kommen wir wieder zurück. Dann wollen wir mal zum Wilton Theater. Nächster Halt, Wilton Theater. Jetzt müssen wir schon wieder ein bisschen beeilen. Bloß kein Schlag noch mitnehmen. Sie blockieren die Tür. Ja, wenigstens muss ich heute meine Blumen nicht geben. Blockiert niemand die Tür. Alle drin, alle drin. Ja, will ich sowas mit den Blumen nicht gießen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe behaupten. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Nee. Jeden Tag halbe Stunde. Oh Gott. Gießen. Natürlich will er links abbiegen, fährt deswegen einfach nicht voran. Wir kommen jetzt hier aus dem Quark. Puh, Glück gehabt. Und das war's mit der Pünktlichkeit. Nächster Halt, Pferdemühlengasse. Wie war das noch gleich? Hoppala. Ach, stimmt. Da kann er einsteigen. Das sind wir auch zu spät, aber das liegt an den schönen Ampelphasen, die wir gerade haben. Ich hätte die... Langsam wird es, was die Zeit betrifft, ziemlich eng. Dass wir noch Punkte dafür bekommen. Nächster Halt, Rathausgasse. Endstation. Bitte alle. Gut, dass es die Endstation ist. Bisschen ungünstig hier noch stehen geblieben. Hier sind alle ausgestiegen. Oh, warum steht denn jetzt so nah daran? Oh Gott, oh Gott. Alter.
Fahren wir zurück zum Depot. Also wie wir sehen können, man kann auch die Ringroute in der Rundfahrt fahren. Es ist einfach nur verdammt eng. Mal ein bisschen vor, damit wir die nächste Ampelphase noch bekommen. Und beenden gleich die Fahrt. Da schon wieder für keine Punkte bekommen, ne? Kein Pluspunkt. Dass wir da blinkend abgewogen sind. Das verstehe ich halt auch wieder nicht. Ich bin ja gespannt, ob das jetzt wirklich die letzte Fahrt war mit dem Gelenkbus. Zumindest was die Mission betrifft. Ja, 5, wunderbar, alles geschafft. 4 Sterne, Level Up, neues Decal und neue Farbe haben wir bekommen. Sehr schön, das heißt, wir sind mittlerweile Level 19. Ja, wir sind Level 19. Ein Schwarzfahrer haben wir verpasst. Gut, ne, 4 Sterne. War zu erwarten mit zweimal hier Bodenwelle und so weiter und so fort. 450.000 waren es, wir sind knapp bei 2 Millionen. Dann warten wir mal drauf, dass es hier aktualisiert wird. Perfekt, wir bekommen 120.000 dafür. Die Stadtverwaltung schickt freundliche Grüße. Die neuen Umgehungs- und Ausfallstrecken sind ein überwältigender Erfolg und werden der Allgemeinheit noch jahrelang von Nutzen sein. Gute Arbeit. Ich habe bereits eine neue lukrative Aufgabe für dich am Haken. Peter, wollen Sie uns einen kurzen Überblick geben? Ja, das will ich in der Tat. Kommen wir gleich zur Sache. Der Tourismusvorstand hat um eine Sightseeing-Linie durch Old Town gebeten, die für die Einwohner und Touristen gleichermaßen attraktiv wäre. Und obwohl ich glaube, dass euer Netzwerk fast perfekt ist, gibt es hier und da noch ein paar Kanten, die man glätten könnte. Immer mehr Menschen nutzen täglich unseren öffentlichen Nahverkehr. Mal sehen, ob wir sie alle zum Wechseln animieren können. Die Stadtverwaltung verbindet diesen Meilenstein mit einer beträchtlichen Vergütung. Das klingt doch schon mal gut. Dann gucken wir mal, was wir in den nächsten Folgen machen. Schalte die Kathedrale frei, haben wir gemacht. Nutze Fahrer, um auf einer Strecke Einkommen zu generieren. Werde ich im Inhalt zentrale Omnibusbahnhof, Hauptbahnhof, Kathedrale, Old Town, mindestens 3 Haltestellen, mindestens 4 Fahrer und Busse. Besitze 10 Strecken vom zentralen Omnibusbahnhof, welche Fahrer mit Einkommen generieren. 10 Stück, what? Wir haben aktuell nur 4. Soweit ich weiß. Holy shit. Generiere Einkommen in Höhe von 45.000 pro Woche für mindestens 3 Wochen. 90% der freigeschalteten Strecken sollten auf einer profitablen Strecke sein. Aktuell 79%. Alle Haltestellen in deinem Netzwerk müssen mindestens Level 5 sein. Da haben wir noch einiges vor uns.
haben wir echt noch einiges vor uns. Ich vermute mal, eine der Linien wird dann im Laufe der Zeit vielleicht vom Zopp über die Römerstraße. Moment, hier lang geht das dann schwieriger, ne? Über die Römerstraße, die Lilyvale-Straße, dann höchstwahrscheinlich dann hier lang gehen, dass man halt die hier verbindet, das sind die Endhaltestelle und so weiter und so fort. Aber da haben wir ja noch einiges vor uns, denn wir müssen ja noch die eine oder andere Strecke hier verbinden. Da haben wir noch einiges vor uns. Boah, lass mich lügen. Also wir kommen auf alle Fälle noch auf Folge 50. Das steht schon mal fest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn wir ja die erste dieser Strecken starten. Ja, diese Aufgabe starten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.